Prost. Prost. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Wir haben so ein kleines Problem mit Marcos S51. Und zwar hätte beinahe ein böses Ende gegeben. Der Marco hat erzählt, dass die Kupplung auf einmal geklemmt hat, beziehungsweise festhing. Ne? Hat also nicht mehr getrennt. Hat nicht mehr getrennt, genau. Und wir haben jetzt mal das Moped hier auf die Seite gelegt, dann brauchen wir nämlich kein Öl ablassen. Und Alex hat mal den Kupplungsdeckel abgenommen, wir können ja jetzt mal schauen. Der Alex, der hat einen LT60 drauf. Der Marco. Antune. Ja, der Marco, wie komme ich auf Alex? Sagte ich Alex, meinte ich Marco. So, das Paket erstmal rausgenommen. Also er hat einen LT60 drauf mit einem Bing-Vergaser und eine Kupplung, vier Lamellenkupplung mit einer 1,6er Tellerfeder. Und kannst du irgendwas sehen, Alex? Also das Kupplungspaket hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen locker durchgecheckt mit dem Schraubendreher, ob die einzelnen Lamellen sich trennen. Genau, man muss vielleicht auch dazu sagen, der Marco hat vor 2 Wochen auch eine neue Kupplung gekriegt. Neue Belege, oder? Ja, haben wir komplett instand gesetzt. Also Reibscheiben neu, Lamellenscheiben neu. Das war die und Tellerscheibe auch neu entsprechend. Wenn du mal guckst, hier sind so... Kannst du was sehen irgendwie? Das ist doch nicht normal, dass der Rand so asymmetrisch hier verläuft, ne? Zeig mal. Ah ja, hier sieht man es. Ja, die Nieten sind aufgegangen hier. Das ist noch ein originales DDR-Teil. Ist der Korb hochgekommen? Dreh nochmal um. Hier siehst du richtig, dass es hier nach oben gekommen ist. Hier liegt es noch auf an der Stelle und hier ist es nach oben gekommen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann dieses Teil, guck mal, hier sind auch so Schleifspuren, dass das eventuell dann den Kupplungskorb zusammengedrückt hat, ja, beziehungsweise das Kupplungspaket. Ja, da glaube ich, wird ein neuer Primärantrieb fällig. Und, ja, schade drum, sonst sieht er gut aus, ne? Ja, Zähne, alles noch gut eigentlich, ne? Gummi gefunden. Ja, sonst kannst du ja mal durchschalten, Alex, ob die Gänge noch in Ordnung sind. Oder mach mal, dreh mal die Welle, ich schalte mal. So, das ist der erste Gang. Dreh mal, ist fest, ne? Ja. Dann Leerlauf, ist frei. Ja. Zweiter Gang, ist fest. Dritter Gang, vierter Gang. Ja, das läuft alles. Weil da, denke ich mal, haben wir keine Probleme. Ja gut, dann bauen wir jetzt einen neuen Primärantrieb ein und dann, denke ich mal, läuft es wieder. Ne? Müsste, genau, dass der Marco wieder fahren kann. Ach, so, Andreas, dann bauen wir das Ganze mal wieder ein, ne? Genau. Neuen Kupplungskorb für Marco. Kriegt der Marco jetzt einen neuen Kupplungskorb und dann sollte das alles wieder laufen, ne? Ja. Wichtig, immer die Scheiben wieder einzusetzen. Genau, Anlaufscheibe. Ja, das ist auch ein großer Vorteil, wenn du jetzt das Moped auf die Seite legst, da kann die Scheibe nicht mehr rausfallen. Ne? Ja, jetzt geht das Puzzle wieder los. Ja, das ist fummelig. Im Kupplungskorb reingefusselt. Und wieder das Sicherungsblech. Ja, das ist immer schön fummelig, ne? Ja, Sicherungsblech und Mutter schon mal drauf. Das tolle Spezialwerkzeug nochmal einsetzen. Mhm. Ja, dann kann der Marco morgen wieder richtig Gas geben. Ja. Der musste sich ja leider gerade schon verabschieden. Der muss früh raus. Mhm. Ja, so macht man das unter Freunden, ne? Da hilft man sich mal. Da muss der Marco natürlich eine Kiste Budweiser für sponsern, ist ja völlig klar. Aber der läuft auch richtig schön, der LT60, finde ich. Also das ist ein schöner Zylinder, muss man sagen. Das ist natürlich dann schon wieder der Tuning-Bereich, aber Marco wollte das ja damals. Aber ich glaube, Marco baut auch demnächst um auf Original-DDR-Zylinder, weil ist ihm, glaube ich, ein bisschen zu griffig, das Ding. Also ist ja noch richtig schön warm heute Abend, ne? Ja, es geht. Und jetzt Samstag soll es ja, glaube ich, richtig schön werden, das Wetter. Simson-Ausfahrt steht an. Simson-Ausfahrt. Vielleicht genau. Das dritte Video. Ja. Ausfahrt-Video. Warte mal den
Schalthebel können wir ja auch schon mal wieder abbauen, ne? Ja, das wäre hilfreich. Geht? So. Deckel wieder rauf. Da bin ich ja mal gespannt, ob die dann gleich richtig auskuppelt. Ja, wenn nicht, dann müssen wir nochmal auf die Suche gehen, ne? Guck mal, Marco hat noch gar nicht die optimierte Ölablassschraube drin. Nee, ich habe sie immer im Rucksack mitgehabt, aber da war er nie da. Ja. Der Pech gehabt. Der Pech gehabt. Kommt nächstes Mal, müssen wir das Moped wieder auf die Seite legen. Aber nicht mehr über dem Gulli. Das ist kein Gulli. Das ist eine Grube, eine Mini-Grube für Simson. Genau. Nicht, dass wir hier noch vom Umweltamt Post kriegen hier. Ja, das ist echt die Frage, ne? Wie lange geht das noch gut mit den Simsons, ne? Wie lange darf man die noch fahren? So Oldtimer-Zulassung etc. Ich meine, irgendwo hat sich ja noch keiner aufgeregt von unseren Politikern. Und ich denke mal oder hoffe mal, das bleibt auch so. Wäre ja wirklich schade, ne? Da passiert nichts. Ich glaube, da passiert gar nichts. Dürfen wir weiterfahren, ne? Ja, Bestandsschutz bleibt. Bestandsschutz, genau. Ach, Mensch. Ja, übrigens auch eine schöne Maschine, finde ich, von Marco. Putzen müsst ihr mal, ne? Ja, putzen müsst ihr mal, genau. Kickstarter ransetzen und dann können wir das gute Stück gleich aufrichten. Genau. Und gucken, ob sie sauber trennt. Ah, ich denke mal, das war's. Also das sah mir schon so aus da. Ja, ja, das sind diese DDR-Nieten. Das habe ich schon häufiger mal gesehen, dass die sich dann irgendwann ablösen. Und die von den Nachbaukupplungskörben sind da tatsächlich auch ein bisschen besser vernietet. Also eine der wenigen Teile, wo man sagen kann, was MZA da macht, ist wirklich super. Ja, vor allem diese Spuren, die man hier sieht, die sind ja auch nicht gerade ohne, ne? Nee, das ist die schon... Die unten komplett abgewetzt, auch richtig mit Grat und Fressspuren. Ja, er hat die ja, glaube ich, auch gar nicht mehr angekriegt zum Schluss. Nee, wir mussten die dann wirklich schon mit Brechen anschieben. Ja. Und hier oben ist halt gar keine Schleifspur. Also es ist naja, richtig unrund geworden, das ganze Teil. Da haben sich die Messingbuchsen wahrscheinlich oder die Bronzebuchsen drin verzogen. So, willst du sie mal aufrichten? Ja, dann müsstest du nur mal das... Achso, das Mikrofon an dich nehmen. Das Mikrofon muss weg, natürlich. Ja. Können wir ja mal einen Test machen jetzt. Ja. Und? Trend wieder. Ja, Trend, wunderbar. Siehst du? Dann hat es daran wohl gelegen, denke ich mal, ne? Auf jeden Fall. Okay, ja, dann euch noch einen schönen Abend, liebe Simson-Freunde. Macht's gut. Bis denn. Bis denne.